Hallo zum zweiten Teil. In diesem zweiten Teil möchte ich euch zeigen, wie man in QCut einen Stern zeichnen kann. Und ich habe schon mal einen Stern gezeichnet und habe den auch ausgedruckt und mit der Dekopiersäge ausgesägt. Und so sieht das dann aus. Und nun wechsle ich wieder auf den Bildschirm. Okay, als erstes habe ich hier in der Layerliste einen neuen Layer angelegt. Da kann man einfach hier auf das Plus klicken, gibt dann hier den Layernamen an, die restlichen Sachen, die kann man hier so lassen und dann okay. So, und wenn der Layer markiert ist, dann kann man auf diesem Layer dann zeichnen. Hier hinten gibt es noch so ein Auge. Damit kann ich den Layer ausblenden. Zum Beispiel so. Oder den. Beide. So, und wir zeichnen jetzt hier auf dem Layer Stern 1. Und wir fangen an mit einem Kreis. Dazu gibt es hier dieses Kreiswerkzeug. Und dann nehmen wir hier oben direkt dieses Zentrum. So, den Kreis mache ich jetzt einfach mal so. Dann haben wir da einen Kreis. Als nächstes brauchen wir wieder hier diese Winkellinie. Dazu habe ich mir, hier sieht man das, die ganzen Winkel schon schnell mal ausgerechnet und aufgeschrieben. Einmal für die kleinen Zacken und einmal für die großen Zacken. Und die zeichne ich jetzt mal hier ein. So, jetzt haben wir die Linien für die Zacken eingezeichnet. Jetzt können wir hier mit diesem Linienwerkzeug und Punkt zu Punkt können wir die Linien verbinden. Dazu gehe ich immer von dem Ende bis hierhin und dann wieder zum Ende. Das auch wieder einmal ganz rum. Und das gleiche für die kleinen Zacken. So, da kann man den Stern schon gut erkennen. Soweit ist der Stern fast fertig. Damit man hier in der Mitte auch aussägen kann und dann so ein Steg stehen bleibt, skaliere ich jetzt den Stern einmal. Ich zeige euch das mal. Dazu markiere ich den Stern komplett. So. Dann gibt es hier das Bearbeitungswerkzeug. Und dort gibt es hier das Symbol Skalieren. Und dann wähle ich den Mittelpunkt aus. Und jetzt kann ich hier zum Beispiel 1,2 den Faktor bestimmen. Und sag hier Original beibehalten. Dann okay. Und schon skaliert er den Stern. Das kann ich hier irgendwo hinklicken. So. Und dann sieht man, dann bleibt hier so ein Steg übrig. Und ich kann hier in der Mitte das dann aussägen. Anhand der inneren Linie. Ja, und das war's dann erstmal. Wie ich den dann aussäge, das zeige ich dann in dem nächsten Teil. Und ich sag mal, bis bald.